Die Diskussion rund um die Steuerklassenabschaffung 3 und 5 nimmt wieder Fahrt auf. Das geht natürlich einher mit eventuellen Steuernachteilen oder auch Steuervorteilen. Wir schauen uns nämlich in diesem Video mal an, was für Auswirkungen das auf dich haben kann und vor allem auch, warum diese Abschaffung rein ideologiegetrieben ist und vor allem auch nicht wissenschaftlich, wirtschaftlich und steuerpolitisch begründbar ist. Denn die Kritiker haben einfach in dem Fall recht damit, dass man sie beibehalten sollte, die Steuerklassenkombination 3 und 5. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Mein Name ist Roland Elias, ich bin Online-Steuerberater und wir schauen uns ja auf Steuern mit Kopf auch immer Steuernews und auch Steuerpolitik an. Ja, in den letzten Wochen hat man schon wieder so unterschwellig etwas gelesen, dass die ein oder anderen Politiker natürlich auch jetzt mit Blick schon auf die Bundestagswahl 2025 schon sich so wieder ein bisschen positionieren. Und da kommt man aktuell auch schon wieder auf das Thema und sagt, ja, wie schaut es denn eigentlich aus? Wir haben doch da im Koalitionsvertrag 2021 etwas beschlossen. Und zwar an der Stelle ist es so, wir wollen die Familienbesteuerung so weiterentwickeln, dass die partnerschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche Unabhängigkeit mit Blick auf alle Familienformen gestärkt werden. Im Zuge einer verbesserten digitalen Interaktion zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung werden wir die Kombination aus den Steuerklassen 3 und 5 in das Faktorverfahren der Steuerklassen 4 überführen, das dann einfach und unbürokratisch anwendbar ist und mehr Fairness schafft. Also im Großen und Ganzen geht es jetzt darum, dass die Steuerklassenkombination 3 und 5 gänzlich abgeschafft werden soll, damit automatisch nach der Heirat im Grunde die Ehegatten in ein Faktorverfahren hineinrutschen. Hintergrund ist natürlich, weil man sagt, mittlerweile hätte man die digitalen Möglichkeiten, das relativ schnell und einfach hinzubekommen. Doch man muss auch hier mal natürlich sich anschauen, was spricht eigentlich dafür, diese Kombination abzuschaffen. Und das klassische Problem ist ja eigentlich immer, dass man sagen muss, ja, das ist das traditionelle Familienbild und das will man nicht mehr haben. Jetzt muss ich aber davor rausschicken, dass es durchaus so ist, dass es natürlich jedem sein eigener Lebensentwurf ist, wie man im Grunde sein Familienmodell gestalten will. Denn wie gesagt, du kannst mittlerweile alles sein, Helikopter, Fuchs oder sonstiges, aber das traditionelle Familienmodell ist durchaus so verpönt. Und hier habe ich einen spannenden Artikel schon aus dem Februar gefunden, der vor allem CDU-Chef Markus Söder hier an der Stelle hier kritisiert. Und zwar mit der folgenden Aussage hier von Markus Söder, das würde insbesondere Familien weniger netto vom Brutto bedeuten. Das ist natürlich hier auch so, dass man sich das Ganze in Relation anschauen muss, denn ganz Unrecht hat er nicht. Denn die Steuerklassenkombination 3 und 5 führt dazu, dass du effektiv unter dem Jahr netto mehr zur Verfügung hast. Weil aber, und das gehört auch zur Wahrheit, am Ende natürlich die Steuerbelastung nach hinten raus verschoben wird. Und das kann durchaus für die ein oder anderen Familien einen riesen Unterschied machen. Denn überleg dir mal, wenn du jetzt in der Lohnabrechnung 2024 Januar im Grunde 100 oder 150 Euro mehr zur Verfügung hast, dann ist es für dich ein Liquiditätsvorteil. Denn am Ende ist es natürlich so, dass du hier mit der Steuererklärung ja auch dann noch Wärmungskosten angehen kannst und dann eventuell heißt es, ja, aber man kann sich doch das am Ende dann mit der Steuererklärung wieder erstatten lassen. Das heißt, dann kriegst du halt im Grunde 2025. Aber da liegen 18 Monate zum Teil dazwischen, weil vor allem auch die Daten ja seitens der im Grunde Behörden erst zum Beispiel zum Ende Februar 2025 dann gemeldet werden, bis dann die Steuererklärung eingereicht ist. Sagen wir mal so, ist es April und dann dauert es immer so durchschnittlich 2 Monate. Das heißt, erst Ende Juni hättest du das Geld. Hier natürlich dann die volle Erstattung von, sagen wir, 150 mal 12. Aber grundsätzlich erstmal eine Liquiditätsverschiebung. Gleichzeitig ist es auch so, dass es hier natürlich einen weiteren Nachteil gibt, den viele immer bei der steuerpolitischen Thematik nicht bedenken. Und das ist nämlich das Thema Sparpläne. Und da muss ich ganz klar sagen, ist es doch durchaus ein Thema, wo ich sage, hey, wenn ich jetzt heute 150 Euro in einen Sparplan investiere und der ein Jahr lang verzinst wird mit, sagen wir, durchschnittlichen 7%, dann hast du hier mehr nach einem Jahr. Und dieser Liquiditäts- und vor allem Altersvorsorgeaufbau, da will natürlich der Gesetzgeber ein bisschen auch was vom Kuchen haben, weil er sich natürlich dann auch wieder etwas spart. Das ist aber natürlich hier ganz wichtig, die endgültige Steuerbelastung ändert sich durch die Steuerklassenkombination 3, 5 nicht. Der besonders große Vorteil ist aber hier bei, sag ich mal, großen Gehaltsunterschieden. Denn der Besserverdienende geht normalerweise dann in die Steuerklasse 3 und der Schlechterverdienende, traditionell und erfahrungsgemäß auch immer die Ehefrau, geht dann in die Steuerklasse 5. Bedeutet, durch die Unterschiede in der Steuerbelastung wird der Besserverdiener am Ende ein höheres, weit höheres Netto haben als in einer anderen Kombination. Und jetzt ist ein spannender Teil, den man hier ganz klar sagen muss.
Es ist nicht ganz so wie es richtig, wie es auch hier manche Medien immer, sag ich mal, darstellen. Denn die Steuerlast sei fairer. Und da muss ich ganz klar sagen, das klingt jetzt ein bisschen hart, wenn sie heißt, in der Steuerklassenkombination für Verheiratete der 4-4 mit Faktor ist das Splitting-Tarif viel fairer eingeworben. Der Faktor bewirkt bei Gehaltsabrechnung, dass beide Ehegatten jeweils den Lohnsteueranteil zahlen, den sie am gemeinsamen Einkommen haben. Jetzt muss ich ganz einfach sagen, das ist natürlich jetzt immer eine Betrachtungsweise. Denn ich sage mal so, wer so an an diese Thematik rangeht, hat für mich den Sinn einer Ehe und natürlich auch hier das gemeinsame Partnerschaftliche nicht verstanden. Denn es geht bei einer Ehe ja nicht, sage ich mal, um du oder ich, sondern wie gesagt, das ist ja eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Und wer natürlich in einer Ehe so denkt und sagt, naja, mein Ehemann hat mehr, naja, dann sollte man sich doch durchaus mal drüber legen, ob dann die Ehe vielleicht noch sinnvoll ist. Denn ganz klar ist es so, zumindest die erfolgreichen Ehe, da gibt es nicht mein und dein, sondern da gibt es ein gemeinsames Vermögen. Und das ist durchaus auch was, was man sagen, sag ich mal, wie man es mal schon ein bisschen sagt, bei den finanziell Schwachen, man sieht, dass das so ein, ja, sag ich mal, durchaus krasses gegensätzliches Denken da vorhanden ist, aber auch vor allem bei Ehen, die manchmal scheitern. Weil, wenn man immer sagt, ja, mein Ehemann hat mehr, meine Ehefrau hat mehr oder sonstiges, das führt am Ende dazu, dass hier Unzufriedenheit Einzug hält. Und deswegen ist diese Aussage mit dem fairer verteilt durchaus spannend, weil am Ende ist ja die Steuererklärung in Zusammenveranlagung eine gemeinschaftliche Steuerbelastung, die natürlich steuerrechtlich aufgeteilt wird, aber grundsätzlich erstmal auch hier so mit dem steuerpolitischen, steuerphilosophischen Hintergrund. Und das natürlich auch mit Blick darauf, dass es heißt, ja, hier können Nachteile verhindert werden. Und lustigerweise, da muss ich sagen, ich bin ja ein Fan von Capital der Zeitung, aber hier hat man durchaus einen Fehler gemacht. Und zwar geht es hier zum Beispiel um die Verteilung von den entsprechenden Eltern- und Arbeitslosengeld, wo es hier heißt. Das ist natürlich hier durchaus ein Thema, weil hier sollte man, wenn man im Grunde pro Familien ist, das eben genau nicht so anfängt. Denn in der Arbeitslosensituation springt sowieso der Ehegatte mit ein, egal ob Männlein oder Weiblein, also sprich welches der beiden Geschlechter hier. Und beim Elterngeld, naja, das ist im Grunde eine Gestaltung mit der im Grunde eine Lohnersatzleistungsoptimierung, der übrigens eigentlich zum Vorteil der Steuerzahler wäre, also derjenigen, der das Geld verdient. Und hier muss man ganz klar sagen, dass es hier dieses Taktieren mit der Steuerklassenkombination 4-4 mit Faktor oder 4-4 grundsätzlich nicht mehr gibt. Weil nämlich, man würde hier kurz vor der Bindung, vor der Heirat oder nach der Heirat direkt, hier im Großen und Ganzen dann diese Steuerklassenkombination umdrehen, dass derjenige, der mehr verdient hier, zum Beispiel an der Stelle dann in die Steuerklasse 5 kommt. Dadurch, dass dann derjenige, der weniger verdient, das höhere Netto hat, weil nämlich an der Stelle ja das Netto immer die Bemessungsgrundlage der entsprechenden natürlich Lohnersatzleistung ist. Und jetzt ist es auch spannend, warum auch ich hier ganz klar sagen muss, ich finde aktuell, auch in der aktuellen Haushaltsdebatte, mit dem neuen Loch, was durch die Steuerschätzung noch reingerissen worden ist, ist diese Debatte völligst fehl am Platz. Warum? Weil ich würde sagen, okay, wenn man mehr Geld danach hat, durch die Reform der Steuerklasse erzielt der Staat genauso viele Einnahmen wie davor. Diese Reform wirkt sich lediglich darauf aus, wie viel wir im Prinzip monatlichen Abschlag an Steuern zahlen, aber nicht auf die Steuerlast, die wir insgesamt zahlen müssen. Also auch ganz klar, und da muss man sagen wieder, warum ich auch mittlerweile immer stärker gegen, sage ich mal, seine stärkere Bürokratisierung und gegen den Verwaltungsapparat bin, denn das schafft nur Arbeitsplätze in der Verwaltung. Denn ganz klar, warum sollte ich eine Regelung ändern, die mir keinen steuerpolitischen, wirtschaftspolitischen, sonstigen Vorteil bringt, lediglich ideologiegetrieben ist. Und man muss sich ja vorstellen, die Beamten, die jetzt dort gerade eingesetzt werden, im Großen und Ganzen, um das durchzuführen oder um das Gesetz zu schreiben, das auch im Bundestag dann durch den Bundesrat und so weiter durch muss, das ist eins zu eins Ressourcenverschwendung, wie sie im Grunde nur Unternehmen machen, die eine schlechte Führung haben. Denn in einer Situation, Haushaltskrise, Ukraine-Krise und, da sollte man sich auf die Dinge fokussieren, die ganz einfach wichtig sind. Und es könnte natürlich, wie gesagt, lediglich ein Liquiditätsnachteil für Familien werden. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal auch neutral an. Wie gesagt, weil es ist ja immer so, ich habe ja, wie gesagt, auch eine gewisse Meinung. Und ganz klar, ich bin ein Fan von der Steuerklassenkombination 3.5, weil es ein wirtschaftlicher Vorteil für den Steuerzahler ist. Und ja, der Steuerzahler ist im Grunde der im Grunde hier eigentlich auf gut Deutsch dem der Hintern gepudert werden sollte. Ganz einfach, warum? Weil derjenige auch das Geld verdient. Und nicht im Grunde umverteilt, wie es im Grunde in unserem System ist. Aber ziehen wir jetzt mal hier eine Feststellung des
entsprechender Finanzverwaltung mit Blick auf den Bundesrechnungshof ist da. Und da ist zum Beispiel auch die Aussage. Hier die Zusammenfassung seitens des Bundesrechnungshofs. Ist natürlich schon ein bisschen älter, aber grundsätzlich das sogenannte Faktorverfahren. Dieser Satz reicht eigentlich aus. Das sogenannte Faktorverfahren bei der Steuerklassenkombination 4-4 für Verheiratete ist weder wirksam noch wirtschaftlich. Es verfehlt die vom Gesetzgeber verfolgten Ziele zur Förderung der Gleichstellung. Und das ist im Grunde hier, wie gesagt, diese Feststellung des Bundesrechnungshofes, und da gibt es hier auch die Zahlen, in 94% der vom Bundesrechnungshof geprüften Fälle gingen geringer verdienende Ehegatten und Lebenspartner unabhängig vom Faktorverfahren bereits einer sozialversicherungspflichtigen Vollzeittätigkeit nach, was im Grunde ja der Hintergrund ist, weil ja auch das viele immer sagen, ja, aber dann würden doch die Ehefrauen mehr verdienen wollen und so weiter und so fort. Nein. Man muss sich auch ganz klar die Frage stellen, wie ist das Lebensmodell? Ich kenne viele, die, sage ich mal, in beide Richtungen, wo Mann arbeitet, wo Frau arbeitet, wie gesagt, welches der beiden Geschlechter dort arbeitet, ist natürlich immer deren eigene Entscheidung. Und das muss man auch ganz klar sagen, das ist die Entscheidung der Partner. Nun, hier versucht der Gesetzgeber über steuerpolitische Maßnahmen traditionell oder grundsätzlich in eine Ehe sich einzumischen, wo man ganz klar sagen muss, ja, in gewissen Bereichen sollte sich doch der Gesetzgeber raushalten. Natürlich gibt es gewisse, ich sag mal so, strafbewährte oder so immer strafrechtliche Thematiken, wo man ganz klar sagen muss, da hat der Gesetzgeber schon was mitzureden. Aber ganz klar ist es jetzt hier an der Stelle, wo man sagt, okay, die wirtschaftliche Ausgestaltung des Familienvermögens geht am Ende den Gesetzgeber nichts an. Und wo man ganz klar sagen muss, wenn man eh schon, wie es der Bundesrechnungshof hier schreibt, das sogenannte Faktorverfahren bei der Steuerklassenkombination 4.4 für Verheiratete ist weder wirksam noch wirtschaftlich. Und wenn man dann sieht, mit welcher, sage ich mal, ja, schlechten Arbeit hier auch der Koalitionsvertrag gemacht worden ist, wo es heißt, wir wollen im Zuge einer verbesserten digitalen Interaktion zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung, werden wir die Kombination aus Steuerklassen 3, 5, 3 und 5 in das Faktorverfahren der Steuerklasse 4 überführen. Da merkt man mal, wie im Grunde schlecht die aktuelle Ampelregierung ihre steuerpolitischen Hausaufgaben gemacht hat. Was ist deine Meinung? Schreib es dazu unten in die Kommentare.